haben wir das Quadrat gemacht, die Frau nach hinten geführt, immer mit unserem Körper, das Gewicht auf den Baden. Dasselbe passiert hier, zuerst das Gewicht nach hinten führen, dass wir unser Gewicht nach vorne verlagern. Hier werden wir uns abstützen und gleichzeitig die Frau auf unsere rechte Seite führen. Dann werden wir Fuß wechseln, die Frau wieder zurückführen, dass wir aufmachen mit unserem Oberkörper, wieder Fuß wechseln und eins, zwei, schließen. Wir versuchen immer frontal vor dem Mann zu bleiben, hier ist auch wichtig die Dissoziation. Und wenn der Mann auf uns zukommt, strecken wir das Spielbein ohne den Körper nach hinten, macht der Mann auf. Folgen wir mit dem Oberkörper und setzen so ab, dass wir wieder frontal vor dem Mann sind. Jetzt, wenn wir am Platz aufdrehen, lassen wir den rechten Arm entspannen, suchen den Mann vom unteren Rippenbogen und mit links kommen wir wieder vor dem Mann. Wichtig ist, dass wir hier Freiheit geben mit unserer Umarmung, mit unserer Hand, weil die Frau muss sich drehen und immer wieder dran denken, das elegant zu machen. Wir denken bei dem Ocho immer wieder auf einem Bein gut zu drehen, nicht mit dem anderen Bein absetzen und erst drehen immer, wenn wir die Achse haben. Kommen wir an, drehen. Und hier auch wichtig, kommen wir an und dann suchen wir den Mann.